kannst reinfahren. Stell dich aber so hin, dass du wieder abfahren kannst in der Zeit. Genau, alle Fahrzeuge Richtung Straße ausrichten, dass die abrücken können. Adler, hier Igel, komm. Okay, schickst du mir den nächsten den Tanker? Ja, mach ich. So, wer fährt das Tankfahrzeug? Mein Bruder, Simius. Ist er noch an Bord? Ja, Simius? Ja, Simius? Du fährst als nächstes rein. Ja. So, also, ich wiederhole es nochmal. Ihr legt die Minen über Ace-3. Ein Pillermann ist wohl in Ordnung. Sehr gut, also ist nicht weggesprengt worden. Okay, Loken, ich gebe nochmal eine ganz kurze Einweisung. Mhm. Lumberjack hat ja schon eingezeichnet, wie die Minensperre laufen soll. Wie gesagt, der Bereich bleibt frei. Also ich bin auf der Karte gerade. Der Bereich bleibt erstmal frei. Wenn Feind antritt, also wenn ihr Feinde seht, dann macht ihr die Minensperre dicht, meldet das, rückt zurück zu eurem Fahrzeug, also hier parkt ihr euer Fahrzeug in Fahrtrichtung nach, was ist das oben, Nordosten. Mhm. Ihr sucht euch, das könnt ihr wirklich nur vor Ort entscheiden, ihr sucht euch entweder hier, hier oder hier eine Position, dass ihr den Bereich praktisch einsehen könnt. Wenn Feind da ist, Meldung, also hier über Funk, also du über Funk, dann Meldung. Ich gebe dir dann Befehl, wann geschlossen wird. Planung in dem und dem Bereich 20 Minen versetzt, platzieren. Wenn die platziert sind, macht Bob die scharf. Dasselbe, Du kannst gleich selbst entscheiden, wer was wie legt oder so, aber ich habe Bob halt gesagt, dass er der Scharfmacher ist. Das klingt jetzt ein bisschen, okay. Wenn dann, wie gesagt, nachher kommt, Minensperre schließen, legt ihr 5 bis 6 Minen hier noch hin. Also 5 wahrscheinlich. Ja. Wenn ihr 20 gelegt habt, dann legt ihr halt 5 über die Straße. Dann rückt ihr zurück zu eurem Punkt und rückt dann wieder hier zurück zur Kirche. Wichtig, der Trupp, der hier ist, ich glaube, das ist Maus, also bei ZZ1. Ja. Im Funk anmelden, sagen, dass ihr durchkommt, weil sonst denken die, dass ihr Feinde seid. Auch wenn ihr wieder zurückfahrt, sagen, wir bewegen uns zurück, nicht, dass die euch unter Feuer nehmen. Wer war das, Maus? Ich glaube, Maus ist das. Du kannst das gerne Emo nochmal verifizieren lassen. Ja, wir nehmen einfach verbal Kontakt auf, wenn wir vorbeifahren. Ja, okay. Das liegt bei dir, also das kannst du machen, wie du willst. So, keine Heldentaten. Also ich möchte nicht, dass ihr anfangt, da irgendwie ein Gefecht anzufangen. Wie gesagt, Minenteppich legen, Sperre schließen, wenn soweit ist, und dann wirklich Rückzug. Also kein Gefecht anfangen. Oh. Ja. Ja, das ist der Befehl. Das Fahrzeug habt ihr ja wahrscheinlich, glaube ich. Okay, wir brechen mal auf. Was sind meine Männer? Ja. Ihr fahrt erstmal, stellt euch auf die Straße. Ich sag euch dann gleich final Bescheid, ob's losgeht. Okay. Das kann ja nur eine Pritschenwagen sein mit 4 Mann. Ach, der ist da hinten. Und checkt nochmal, ob ihr auch wirklich die Minen an Bord habt. Was? Checkt nochmal, ob die Minen auch wirklich in passender Anzahl an Bord sind. Alles klar. Hier, Dax. Jetzt vorverlegen, Zulu, Zulu 1, komm. Nochmal. Emu, ich möchte alle 10 Minuten Bericht von denen haben. Und jetzt nimmst du das Fahrzeug da und das stellst du auch noch hin. Habe ich so mitverstanden, Sturmpioniere, Gruppenführer Dax möchte alle 10 Minuten Lagemeldung haben, komm. Ich habe 2 Kreise, die gerade gemeldet haben. Achso, okay. Sturmpioniere mit. Sturmpioniere von Dax kommen. Ja, ich glaube, das war... Ja. Ich vermute. Sturmpioniere von Dax kommen.
Ist er richtig hier? Ich glaube nicht. Das Deutsche ist ein Deutsche. Absitzen, absitzen. Ja. Servus. Servus, Servus, Servus. Munition. Ja, Munition. Ja, Munition. Munition. Was? Und kurz die Gamon, ja. Emu? Vorderes Fahrzeug. Emu? Also, Monty, für dich auf der Hauptstraße, wo wir lang gefahren sind, warte mal, Spanferkel, ja. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, auf der Hauptstraße vor uns ungefähr 300 Beinen Kampfpanzer. Hast du gemeldet? Da waren wir schon in Bewegung. Hast du gemeldet? Nein, das kam von... Von Puma. Von Puma. Nee, nicht von Puma, von... Also der von dem Puma, der dort stand. Ah, okay. Haben wir. Okay. Nachtrag nochmal für den Sturmpioniertrupp. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße, was wollte ich denn sagen? Jetzt fiel mir auf dem Klo, wusste ich's noch. Die sollen das Fahrzeug natürlich, wenn sie die Minen legen, erst vorführen und dann nach hinten erst zurückbringen, weil die brauchen die Minen ja. Also nicht, dass sie jetzt für zwei Minen irgendwie tausendmal hin und her laufen. Ja, ich frage mal ab, aber ich vermute mal, die haben es verstanden. Ja, ich... Länger dauern. Ah, okay, gut. Okay. Ja, okay, ja, alles klar. Dann soll ich wieder fahren jetzt, damit du funken kannst, oder? Aber in Berlin... Mörser. Die sind aber jetzt nicht gefordert gewesen im Süden von Neville. Dann checkt mal die Lage ab. Wenn die bei Berlin wirklich Munition brauchen, dann müssen wir sicher sein. Also wir können da jetzt nicht reinrücken und kommen unter Beschuss. Und dann sollen wir nach Leipzig. Nicht, dass wir jetzt falsch gefahren sind. Okay, nein, 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 das ist gut. Wie ist die aktuelle Lage vor Berlin. Ort mit Mörser? Danach verlegen wir zurück nach Neville, wechseln die Fahrzeuge und dann Leipzig. Jawohl. Okay, in der Lage besprechen. Welche Maßsitzen? Sturmpioniere hier. Ja, der Nachschubtransport ist vor Ort und die würden dann jetzt nach Berlin fahren kommen. Sturmpioniere, Kontakt haben. Feind, aus 3, 2, 0, offenes Feld, komm ich näher. Sturmpioniere, Sturmpioniere, von DAX kommen, komm. Objekt Berlin. Nee, dann fahren wir da definitiv nicht hin. Sturmpioniere von DAX kommen. Hannibal? Ja. Die sollen die Lage erst klären. Wir fahren erst zum anderen Trupp, munitionieren da auf und wenn die die Lage geklärt haben, dann sollen die uns nochmal anfunken. Alles klar. Danke. Ja, ich meine, gut, wenn die den Panzer jetzt zurückverlegen können, dann sollen sie ihn zurückverlegen. Ich sag mal, wir warten jetzt noch 5 Minuten hier und dann rücken wir ab. Monty, derzeit keine Verbindung zu Sturmpionierer. Ja, okay, gut, warten wir erstmal ab. Okay, ja. Wenn die 10 Minuten rum sind und sie sich nach 15 Minuten, also unser Sturmtrupp, nicht gemeldet hat, bitte einmal anfunken. Guck mal ein bisschen, dass du so ein bisschen. Also, ich werde versuchen, auch dich zu erinnern, aber guck mal, dass du so ein bisschen den Blick hast. Mann. Wow, was ist denn hier los? War das ein feindlicher Panzer? Das war ein amerikanischer Panzer. Wir stoßen durch. Ja. Gib durch, dass wir unter Beschuss stehen. Wir stehen. Wir weichen aus, komm. Und 876432. Das Gebiet ist gesichert, haben sie gesagt. Ja. Sind keine Panzer da, haben sie gesagt. Und so ist das, Meldung im Felde, ne? Oh, mein Gott. Und ich wollte da nicht hin. Ich wollte da nicht hin. Wie ist denn gerade die Lage jetzt? Stell dich erstmal auf leise. Lage ist wie folgt. ZZ1 braucht sein Material. Berlin braucht sein Material. ZZ1 rot oder grün? Achso, ZZ1 rot. Ah, okay. Grün momentan keine Informationen. Gut. In Berlin müssen wir noch Emu abholen. Okay. Deswegen würde ich jetzt alleine mit einem LKW hier mit dem Standfahrzeug erstmal nach Berlin fahren und nach ZZ1. Ist denn Berlin jetzt gesichert? Weitestgehend. Als ich zurückgefahren bin, hatte ich keinen Kontakt. Okay, machen wir es so. Also ich fahre mit dir mit. Ich will auf jeden Fall bei meinem Funker. Warte mal. Mit mir mitfahren ist nur ganz sinnvoll. Ja, okay. Gut, fahr hin, hol meinen Funker. Also die Jungs werden jetzt gleich zurückkommen. Norman hat die gerade zurückbeordert. Das heißt, wenn die da sind, würde ich sagen, koordinierst du mit denen. Achso, du meinst jetzt unser Panzertrupp, unser Minentrupp. Der Minentrupp, genau. Die kommen. Ja, okay.
koordiniere den die Versorgung von Grün, während ich jetzt schon mal nach oben nach Berlin fahre und dann. Ja, bring mir meinen Funker ran hier. Genau. Also, wenn die zurückkommen, dann hast du ja Volken oder wie er hieß, als. Ja, ja, genau, der ist dann mein zweiter Funker. Ja, alles klar. Genau. Gut, dann fahr los. Okay. Norman, geh mal weg da. Oh, Panzer voraus! Eigener Panzer voraus! Also ich glaube, es ist ein eigener. Mein Turm dreht sich nicht schnell genug. Er sieht deutsch aus. Ich fahr weiter. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo unsere Panzer sind. Ja, ein Panzer ist direkt hinter uns jetzt. Ich muss sagen, wann ich anhalten muss. Halt mal an. Versuch mal Funkkontakt zu dem Panzer aufzunehmen. Igel. Das ist unser Igel, warum? Warum weiß was soll ich sagen? Hallo, wir sind da. Igel, hier Dax, komm. Hier Dax mit einer Flak jetzt in ihrem Bereich kommen. Ah, die laden gerade Munition oder sowas auf. Ah, unser Munitionstruck ist da! Schwerpunkt. Direkt hinter uns, Munitionstruck. Ja, super verstanden, Frage, Schwerpunkt und Flak derzeit nicht als Flugabwehr, sondern als Feldgeschütz eingesetzt. Komm. Komm. Schwerpunkt West. West? Wo ist West? Sag mir eine Gradzahl. 180 plus 270. Bin ich zufälligerweise und hab direkt einen Baum vor mir. Also wenn du, 10 Meter zurückfährst, wäre super. Sagen wir mal 50 Meter zurück. Ja, super. Sag Stopp, wenn du was einsehen kannst. Ja, perfekt. Reicht. Ich mach Motor aus, ich geh kurz gucken wegen unserem Grün, ne? Ja, alles gut. Braucht ihr noch Munition oder Reparaturen? Wir sind Pionier. Achso, ja, sorry. Lamba, wir sind. Ach, hallo. Ja. Juhu. Ich renn halt überall hier hin und mach. Ja, nee, ist gut. Wir sind nur hier zur Schwerpunktbeschützung jetzt. Habt ihr Munition dabei? Wie sieht's aus mit Igel? Emu? Ich komme mit. Emu! User left your channel. Führer Igel. Lumberjack! Der müsste hier im Haus sein. Führer Idel. Es ist wahr. Du? Lumber. Habt ihr Munition dabei? Hallo Monty. Hi, habt ihr Munition am Start? Ja, hier. Kannst du das Ding da zu dem Fahrzeug fahren? Also zu dem Flak-Fahrzeug, weil ich habe die Munition fast für alle verschossen. Warte, ich bring das Flak-Fahrzeug her. Das Problem ist, wenn wir hier den Moon-LKW aus der Deckung. Ja, nee, okay, ja, alles gut, dann hol das Fahrzeug eben ran. Nee, Moment, sorry, Mori, hier. Alter, ich hab das Gefühl, wir verlieren. Dann verlegen wir wieder zurück, okay? Ja, die wurden zerschossen. Okay, wir sollen mit unterstützen. Wir sollen hier unterstützen. Ja. Bei der Verwundeten. Ja, okay. Also, ich kann sie mir gerne angucken, aber. So, Leute, nochmal. Tourniquets an alle Extremitäten. Ungesunde Sachen. Ich werde dich ohne Handschuhe anfassen. Und dann erst Quicklot und Wunder. Granny hat HIV. Elastische Binden auf die Extremitäten. Morphium rein. Der hat kein Blut rein. Ey, Monty. Ja? Greni hat keinen Puls. Yes, ist ja auch richtig so. Aber die sind am Fahrzeug, also die könnten wahrscheinlich jetzt auch ein Erste-Hilfe-Paket einsetzen. Aber ich bin kein Medic, also ich habe da keine Ahnung von. Ich kann auch nichts machen. Ich bin Kommandant, also ich kann kommandieren. Greni Antrag, ich verlege die Flak hier hin. Weiter Richtung Westen von dir aus. Ja, alles klar. Warum Granny? Monty. Ja. Monty, sorry, ich hab gerade gegeben. Können wir hier nicht ein First Aid Kit besuchen? Ja, probiert mal, ob wir das machen können bei dem Fahrzeug. Hat irgendjemand von euch ein First Aid Kit? Ja, mach mal. Ja, ich kann das nicht benutzen.
So, ja, ich bin auch kein Sonny. Wer ist denn hier Sonny? Kanone auf 6 Uhr. Ja, Fuchs hat so gestanden. Fuchs wird weiter kommen. Markowski, du bist Sonny, oder? Hallo? Maus für Fuchs kommen. Redet keiner mit mir? Aufgabe weiterhin für Sie. Ihr Vorfeld die weiter Arme und Beine bluten noch. Macht jemand bitte jemand dicht. Innerhalb von 10 Mics Einzelnen keine weiteren Peine mehr zumachen, sichten können. Geht. Und dann wieder bei Fuchs melden kommen. Ich glaube, das geht nicht. Zur Not verwendet ein Erste-Hilfe-Paket, falls ihr es könnt. Auch für Sie Ihr Vorfeld beobachten, wenn in 10 Minuten nichts da ist, nochmal Meldung bei Fuchs. Granny ist gestorben, alles klar. Der tot? Ja. Ich krieg seine Kette. Ohne Marke nehmen. So, hier, PAK funktioniert bei der Karre, oder? So, Hundemarke. Monty. Ja, nee, warte, ich muss erst die Hundemarke nehmen. So. Ich hab Grannys Hundemarke. Die hab ich schon. Achso, jemand hat die bereits genommen, ja, alles klar. Ja, die hab ich. Der hier, der Alex. Okay, Flak im Schwerpunkt Richtung Westen, auf alles, was sich bewegt. Sobald die Flak schießt, fahre ich die weg. Ja, alles klar. Wir haben sowieso verloren. Also, ja. das Reich kann nicht mehr gewinnen hier. Ja, oder? Ah, oh, komm schon. Aber schon länger, oder was? Ach, hier ist er doch hier. Ist, Brennys Brick, ja. Ein Mann Auswahl, Herr Kompaniechef. Nein, zwei Mann mindestens. Zwei Mann Auswahl, Alex Jackson ist tot. Also der hat keine Vitalzeichen mehr, ich krieg die Wunde. Stimmt, ja, Simius ist ja auch schon raus. Ja, der ist auch schon weg, ja. Jawohl, verstanden. Wir haben alles gegeben. Ja, wir kommen langsam, hat unsere Grenzen für... Herr Oberst, wir müssen uns zurückziehen. Wir können die Stellung nicht halten. Nix hier. Ich wollte gerade sagen, hier. Guck auf deine Landesflagge, auf deinen Oberarm. Wie heißt der Kamerad Zimmel? Ich hab gar nichts gesagt. Es geht. Hier ist noch ein Park. Das war's. Na scheiße. Ja, Park können wir anscheinend nicht benutzen. Ah, das ist klar, ich hab Grannys Hundemarke. Da würde er sich freuen. Oh, mein Stream läuft. Ey, da gucken permanent 6 Leute zu. Noch Gepard oder sind ja auch alle weg? 5000? Nein, 6. Also, die 6 sind natürlich von deinen 32.000 Leuten, die du hast, ne? Also. Ich guck mal eben kurz Twitch. Schwerpunkte muss man setzen, ne? Absolut. Klopft der mal auf die Schulter hier. Ton aus, Pause. Der war doch von Gepard. Und gerade zu 3. Aber dann auch, dass die auch Gepard. Ja, super. Ich hab 6. Wer schaut denn überhaupt zu? Jetzt muss ich mal kurz checken. Also, wer schaut mir denn zu? Mir schaut zu. Scheiße. Dauert wieder 6 Jahre, bis die Liste lebt. User left your channel.